Ho, 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 ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich einen ganz besonderen Adventskalender für euch, und zwar befindet sich nun in meinen Händen der eis.de Premium-Adventskalender. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, dieses Jahr gibt es auch wieder zwei Varianten. Einmal diese hier, das ist die Premium-Variante, für die ich 159,95 bezahlt habe, die einen Warenwert von 900 Euro beinhalten soll, rechnen wir nach. Und dann gibt es noch eine für 59,95, ein bisschen günstiger, auch ähnliche Produkte drin. Man sieht ja online auch die Vorschaubilder, ne? Und das soll einen Warenwert von, ich glaube, 600 Tacken haben. Ich bin mal gespannt. Man kann ihn online erwerben. Link dazu in der Infobox. Und ja, ich werde auch dieses Mal versuchen, dieses Video werbefreundlich zu gestalten. Mal gucken. Bei Amorelie hat es ganz gut hingehauen. Das ist ein Adventskalender, der übrigens Spielzeug beinhaltet. Also es soll uns allen etwas wärmer werden. Santa's Little Helper steht hier drauf. You're on the naughty list bis hier. Und da haben wir einen Boxen-Adventskalender. Das finde ich großartig. Und solltest auch du Teil der Crew werden wollen, abonnier doch super gerne meinen Kanal. Ich teste hier gerade super viele Adventskalender. Ansonsten geht es hier vor allem um Beauty. Und da dieser Adventskalender uns alle in der Weihnachtszeit ein bisschen zum Lächeln bringen wird und das Lächeln tatsächlich das Schönste ist, was ein Mensch tragen kann, gehört es für mich auf jeden Fall auch zu Beauty. Und kleiner Disclaimer an dieser Stelle tatsächlich, ich finde, solche Adventskalender sind jetzt nicht dafür geeignet, um halt zu sagen, so, wir müssen das jetzt marathonmäßig durchziehen und jeden Tag jedes Produkt ausprobieren. Nein, nehmt euch den besser einfach so als Inspiration, als Kommunikationshilfe, als Paar-Event zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob man das sowohl als Single oder auch als Paar gut verwenden kann. Das müssen wir uns gleich mal genauer anschauen, ne? Und ich sehe es halt eher so als Kommunikationshilfe und als Anreiz. Der eignet sich, glaube ich, ganz gut zum Wiederbefüllen, weil wir hier jetzt nicht irgendwelche gebrandeten Sachen drauf haben. Wir starten am 1. Dezember mit einem kleinen Schätzelein. Das finde ich bei eis.de immer ein bisschen schwierig. Du hast halt dann immer, dass du es direkt aufreißen musst. Das heißt, wenn man die Sachen dann mal weiter verschenkt, hast du halt den Klebi aufgemacht, ne? Das ist immer so eine Sache. Das sieht ein bisschen aus wie ein Schneemann. Und ich glaube, dass das kleine Helferlein hier batteriebetrieben ist. Gucken wir mal. Vorgeladen. Ist er nicht? Okay. Wahrscheinlich, huch, genau, weil keine Batterien mehr drin sind. Ja, die muss man sich dann noch organisieren. Da macht man so kleine Knopfzellen rein und kann das ganze Ding dann vielleicht sogar auch ein bisschen, ja, in der Handtasche mitnehmen. Ist ein bisschen schwierig, ne? Das willst du ja nicht so da reinstecken. Naja, ist halt ein kleiner Helfer. Wir haben da keine Zwischenebenen drin, sodass man da ein bisschen aufpassen muss, dass einem das ganze Ding nicht umfällt. Nachdem wir sehr sachte gestartet sind, machen wir jetzt weiter am 2. Dezember. Und da hat man was zum Anziehen drin. Okay, es hat halt so Spitzenträger. Ah ja, und du hast halt hier auch noch so Beine mit dabei, ne? Es ist schon relativ dehnbar. Das stimmt auf jeden Fall. Ja, ich mag solche Dinger halt nicht so gerne, wenn die halt so Beinsachen dran haben. Das finde ich manchmal ein bisschen nervig, vor allem so an den Füßen, ne? Da ist es immer sehr eng bei mir, weil ich einfach nicht klein bin. Ich bin 1,73 Meter. S bis L steht hier übrigens drin. Ja, und ein, zwei Kleidungsstücke haben wir meistens in diesem Adventskalender mit dabei. Selbstverständlich auch mit dabei ist die Nummer 3. Auch bei diesem Adventskalender ist nicht die Größe des Kläppchens entscheidend, aber doch ein bisschen ausschlaggebend. Okay, das ist wie so eine Art Kaninchen, sage ich jetzt einfach mal, nur ohne die Öhrchen, die man sonst so kennt. Auch hier ist das wohl batteriebetrieben und damit kann man auf verschiedene Arten seine Freude haben und vor allem in verschiedenen Situationen und Bereichen. Genau, ja, hier kommen auch Batterien rein, das Ganze wird nicht per Akku geladen. Bei einem Adventskalender in dem Preissegment, also für 160 Euro, hätte ich gehofft, dass wir die Dinger hier halt mit Akku haben, weil ich das einfach auch, ja, simpler finde, ne? Klar musst du dann immer wieder dran denken, das Ding aufzuladen, ist klar, aber finde ich ein bisschen hochwertiger, als wenn man halt hier unten dieses klapprige Gedönsen hat. Vor allem ist es dadurch dann halt auch einfach nicht wasserfest. Hier haben wir die Nummer 4. Es fühlt sich ein bisschen schwerer an. Okay, nachdem wir jetzt etwas sehr Plastisches hatten, haben wir jetzt noch mal was sehr Plastisches. Das hätten die meiner Meinung nach ein bisschen besser aufteilen können. Wobei, das ist jetzt, glaube ich, da ist ein bisschen Krümelei dran. Das sollte jetzt eigentlich auch nicht sein, ne? Ist das überhaupt Batterie? Ich wüsste jetzt nicht. Nee. Ist das ein, also, das ist halt wirklich sehr plastisch, ne? Ja, das Silikon fühlt sich sehr, sehr schön an. Also schön haptisch so, ne? Der 5. Dezember, ein Tag von Nikolaus für uns. Ja, da dürfen wir Karten spielen. Das haben wir auch jedes Jahr aufs Neue drin.
ich sage es auch immer wieder, klar kann sowas Inspiration geben und so weiter, ne? Aber für mich persönlich ist es einfach wie so eine Art Füllprodukt zu sehen. Und in den bald 19 Jahren, die ich mit meinem Freund zusammen bin, haben wir nicht einmal Karten gespielt, jedenfalls nicht diese Art von Karten. Ach, guck mal, die sind nicht mal mit dem Gummiband zusammen. Ja, das ist die Stadt-Land-Lust-Geschichte. Ja, Kategories. Aha, okay. So schaut es einmal aus. Ach, das sind Aufgabenkarten und Aktionskarten. Das ist auch eine tolle Aktionskarte. Du bist dran. Jetzt bist du an der Reihe. Denke dir eine eigene Aufgabe aus. Yay! So, Nikolaus, in diesem Santas Helper Adventskalender darf jetzt bitte auch was Besonderes sein. Weil irgendwie, noch hat mich der Adventskalender, ihr merkt es, ne, noch nicht ganz so gepackt. Okay, ja, hier haben wir auch so ein Ei drin enthalten, was wir wirklich jedes Jahr drin haben. Ja, das ist halt auch dafür geeignet, um es ja, am Mann anzuwenden. Und das sollte man am besten in Kombination mit einem Gel verwenden oder mit Wasser zum Beispiel, damit das Ganze sich auch ein bisschen besser anfühlt. Du machst halt das Ei hier auf und hast dann hier so ein Silikonteil drin. Das haben wir ja hier abgebildet gesehen, ne? Und das ist von innen auch sehr schön haptisch gestaltet und von außen halt so, dass man das auch gut greifen kann. Ja, das ist halt jedes Jahr mit dabei und ich weiß auch nicht. Jedes Jahr aufs Neue lese ich halt auch in den Kommentaren, dass ihr das auch nicht so hart feiert. Ja, ich sag mal so, der Amorelie-Adventskalender hat bislang schönere Eier drin gehabt. Hier sind wir jetzt bei der Nummer 7. Ja, ein bisschen Pflege darf auch nicht schaden. Das ist ein Relax-Fluid, also für einen ganz bestimmten Bereich, dass man halt auch, ja, wenn man das Spiel von hinten angehen möchte, etwas entspannter betreiben könnte, ne? Und ja, da kann das halt auch helfen. Versuche das einer mal etwas entspannt zu beschreiben, Leute, ne? Dann habe ich jetzt hier die Nummer 8 und die darf machen, dass es kracht. Ja, das ist auch passend dazu, ne, dass man halt dieses Produkt mit diesem Produkt in Kombination verwendet. Also das Produkt an sich ist kein Anfängerprodukt, also diese Praktik durchzuführen, ne, das ist halt in einer Beziehung etwas fortgeschrittener, ne, wenn man sowas dann auch ausprobieren möchte. Das heißt, das Vertrauen muss da sein. Das Ganze fühlt sich auch gut an, es ist relativ klein und das wird ja auch verwendet, um eine Vorbereitung für die entsprechende Praktik zu sein. Das heißt, ja, man kann das verwenden, dann kann man das verwenden und das hilft halt einfach, alles ein bisschen zu vergrößern und vielleicht dann nochmal das hier verwenden. Das muss man einfach schauen, je nachdem, wie es bei einem so läuft. Wir haben hier drin auch so einen kleinen Blinky und ja, da sieht das Ganze einmal so aus. Das ist auch aus relativ softem Silikon und jetzt nicht aus Metall oder so. Die Dinger, die aus Metall waren, habe ich immer ein bisschen schwierig angesehen in solchen Adventskalendern, weil das halt schon deutlich fortgeschritten war. Okay, wow, in der Nummer 9 dürfen wir uns über irgendwas Riesiges freuen. Okay. Ah, wir haben ein Ladekabel, Leute. Das ist ja abgefahren. Wer bist du denn? Hä? Weil das ist ja nicht für rein. Weil da sind ja die... Das machst du dir nicht rein. Das muss ja so sein. Und das ist dann zum Massieren vielleicht? So sieht es auf jeden Fall aus. Sieht super edel aus, ne? Und hier wird dann das Ladekabel angeschlossen. Da haben wir auch entsprechend eins mit dabei. Das hält halt so magnetisch. Aber diese Ladedinger stehen ein bisschen ab. Das heißt, ich würde es wirklich so rum dann verwenden. Das ist wirklich zum Massieren. Also das kann man auch für eine schöne Rückenmassage verwenden. In der Nummer 10 darf es mit irgendwas Kleinem weitergehen. Aber ich habe doch den Premium gekauft. Oder habe ich nicht den Premium gekauft? Hier habe ich einen Ring. Ja... Der soll dafür sein, dass man einfach länger kann. Der sieht immer relativ klein aus, wenn man den so aus seiner Originalverpackung rausnimmt. Aber das Ding ist sehr, sehr dehnbar, ne? Und je nachdem, wo man den dann entsprechend auch untenrum befestigen möchte, kann das auch wirklich dazu führen, dass die Standhaftigkeit verlängert wird. Die Nummer 11 ist auch wieder etwas größer und die ist recht gut befüllt. Auch das, ne, das kann man als Schmuckstück verwenden, aber auch um sich ein bisschen besser fallen zu lassen, loszulassen und so. Genau, das sind halt wie so eine Art Handschellen quasi. Nur halt, dass sie hier drin auch mit Plüsch sind, was ich sehr, sehr angenehm finde. Und
Ja, das muss ja auch eigentlich eine relativ breite Kiste sein, weil ja viele verschiedene Armbreiten das verwenden können sollten. Ja, das geht auf jeden Fall klar. Finde ich auch deutlich angenehmer, als wenn du die Dinger so aus Metall oder so hast, ne? Dann kann man hier natürlich auch noch eine Kette dazwischen machen. Man kann sie aber auch weglassen. Und die finde ich eigentlich ganz schön. Also das ist für mich auch deutlich hochwertiger, als wenn man halt wie so die Klassiker in diesen Adventskalendern die Dinger aus Metall oder so drin hat. Ich finde die gut. Ja. Halbzeit, die Nummer 12. Hier haben wir auch ein kleines Helferlein. Da schauen wir mal in die Tüte rein. Auch hier brauchst du noch eine Batterie. Und auch das ist wirklich eine kleinere Variante. Ich persönlich finde, dass sich das relativ leicht anfühlt, was einfach auch am fehlenden Akku liegt, um das mal so zu sagen, ne? Genau, hier unten haben wir dann einfach den Griff, nenne ich es einfach mal. Warum? Wahrscheinlich, damit man es nicht verliert, ist dieses Bändchen dran, okay, aber safe nicht irgendwie als Schlüsselanhänger oder so, ne? Das ist jetzt nicht so meins. Hier kannst du auch noch einstellen, an und aus und dass es halt offen ist. Und ja, genau, so ein kleines Massagegerät, was man natürlich auch am ganzen Körper verwenden kann. Ja, die erste Halbzeit ist rum, Leute. Ich bin bislang tatsächlich sehr underwhelmed, um das mal so zu sagen. Der 13. Dezember macht jetzt den Auftakt zur zweiten Halbzeit, die jetzt mal so langsam ein bisschen ins Rollen kommen soll. Hä? Jetzt habe ich hier eine Massagekerze drin. Eigentlich? Doch, sollte auch hier drin sein. Aber laut Vorschaubild habe ich hier doch gar keine Kerze drin. Das ist crazy. Okay, ja. Hier habe ich auf jeden Fall eine Kerze drin enthalten und die schaut so aus. Es ist halt eine kleine Kerze mit 14 Millilitern. Die lasse ich hier auch drin. Die kannst du anzünden, das verflüssigt sich und wird dann entsprechend zu einem Massageöl quasi. Die Nummer 14. Auch hier haben wir ein Produkt, was wirklich keinen guten Eindruck macht, Leute. Da kannst du hier unten, ja, er guckt auch ganz traurig, ne? Auch eine Batterie unten reinmachen. Aber für mich ist das halt wirklich ein relativ günstiges Produkt, ne? Klar kannst du es dann sowohl von innen als auch von außen verwenden und das ist wirklich sehr labbrig. Aber ich habe hier wirklich einen 160 € Adventskalender. Und hier müssen auch so langsam mal Kracherprodukte kommen, denn ich glaube, bislang habe ich auch wirklich sehr viele, sehr günstige Produkte hier ausgepackt, ne? Ja, hier sind wir auch bei einem Highlight tatsächlich. Stimme geht wieder etwas höher. Hier haben wir diesen kleinen süßen Wal drin. Auch hier haben wir leider nur ein Ladekabel im Adventskalender offensichtlich. Das finde ich immer ein bisschen schade. Die Teile sind großartig, ne? Ob das jetzt unbedingt in diesem Design da sein muss, das sei mal dahingestellt. Aber das kann ich wirklich jeder Frau einfach mal ans Herz legen, sich das anzuschauen, ne? Das ist wirklich ein tolles Produkt. Genau, also. Es ist sogar ein bisschen vorgeladen. Vielleicht seht ihr, was dieses Ding macht. Also das kann man natürlich an verschiedenen Körperregionen anwenden, aber hier drin ist so ein kleines Nupsi, was Druckwellen aussendet. Und das kann man in unterschiedlichen Intensitäten einstellen. Und ja, ich meine, ne, die kleine Seekuh hat sogar Augen. Das ist wirklich niedlich. Dann schauen wir mal. Eine Woche vor Heiligabend habe ich jetzt hier den 17. Dezember. So, etwas mehr Freude aufkommen lassen hier bitte. Da habe ich Vanille Passion, ein Massageöl. Vanilleduft finde ich persönlich auch immer sehr schön. Es passt zur Weihnachtszeit, also auch zu der Zeit, wo man dann den Adventskalender ausprobiert, ne? Weiter geht die wilde Reise am 18. Dezember. Herzlich willkommen in der Weihnachtswoche. So langsam wird der Weihnachtsstress real. Und man kann ihn hiermit ein bisschen abbauen. Auch in einer schönen Farbe, muss ich sagen. Also das ist für mich auch sehr ansprechend. Auch sowas ist auf jeden Fall eine absolute Vertrauenssache, sowas anzuwenden. Informiert euch da vorab, ne, wie man sowas richtig anwendet und haut nicht einfach drauf los. Das macht keinen Spaß. Keinem von euch beiden. Die Nummer 19 ist sehr, sehr leicht, aber ziemlich groß. Ja, da haben wir auch so einen Klassiker drin. Das kannst du halt als Kontrast hierzu verwenden. Das Ganze ist ja mit etwas mehr Schmackes verbunden. Und hier geht es eher um die leichten Berührungen, die dann ausgesendet werden. Hier ist noch so ein Ding drumherum, damit der Puffel auch geschont wird. Das lasse ich auch so, weil sowas hatten wir schon sehr, sehr häufig in Adventskalendern drin, ne? Ja, das ist hier wie so eine Art Federpuffel. Und damit kann man, wenn der Partner oder die Partnerin zum Beispiel nicht sieht und sich halt nur über seinen Tastsinn so darauf verlässt, auf jeden Fall ein bisschen alles prickelnder gestalten.
Aber auch hier die beiden hintereinander hier so reinzupacken, weiß ich nicht. Also das hätte ich ein bisschen mehr verteilt. Da hätte man zum Beispiel die 1, 2, 3 und die 19 tauschen können, sodass man da halt auch ein bisschen Abwechslung drin hat. Irgendwie, mir kommt der Adventskalender nicht so durchdacht vor bislang, ne? Weil sowas hier gehört für mich zum Beispiel eher in eine 6 rein. Gut, dann hat der Mann halt so ein bisschen, dass er in eine Röhre guckt. Dafür hat er eine strahlende Frau vor sich, ne? Und zack, wir befinden uns schon im 20er-Bereich und so langsam fange ich an, den Adventskalender sympathisch zu finden. Hier haben wir noch was Kleines drin. Ich glaube, also das ist ja so tropfenförmig und hier ist so ein Gewicht drin. Ne? Ich glaube, das ist halt für sie, um die Beckenbodenmuskulatur zu trainieren. Das heißt, auch das wird natürlich nicht während des Spiels an sich verwendet, sondern halt davor, um halt dort eine entsprechende Muskulatur aufzubauen. Also im Prinzip ist das ein kleiner Workout für die Frau. Kennt man als Mutti auf jeden Fall davon, dass einem sowas nach einer Geburt empfohlen wird. Ne? Die Nummer 21, das ist auch irgendwie merkwürdig, weil das ist so, ne, eins ist hier, eins ist da. Ah, okay. Mhm. Das kann man nämlich natürlich auch einfach so verwenden, aber das sieht ja richtig jetzt auch so zusammengefercht aus hier. Und man kann, wenn man möchte, auch noch dieses Vibrationselement, was übrigens batteriebetrieben ist, ja, auch keine Knopfzellen hier. Doch, hier sind Knopfzellen drin. Okay, ne, da sind welche drin, bei anderen nicht, das ist auch irgendwie abgefahren. Genau, das kann man halt dann so reinmachen und dann auch von hinten entsprechend bedienen. Die Nummer 22 ist hier quadratisch praktisch gut, aber ich glaube relativ gut befüllt, weil schwer. Auch das relativ random, warum in der 22 und warum so schnell hinter dem, den wir ja gerade schon gesehen haben, nennen wir ihn einfach unser Seeross, Walross, wie auch immer. Das ist nicht ganz so hochwertig verarbeitet, finde ich persönlich, weil du hier hinten halt relativ glattes, hartes Plastik hast, ne? Aber ja, es ist so ein kleines, niedliches Helferlein. Also jetzt sieht man, glaube ich, auch ein bisschen besser, wie das Ding arbeitet. Und es ist ja auch jetzt ein bisschen langsamer und so relativ leise, ne? Ein Tag vor Heiligabend, die Nummer 23. Da bin ich immer so ein bisschen bei solchen Adventskalendern der Meinung, vielleicht wollen die, dass wir uns alle mal so ein bisschen chillen, weil das ist jetzt echt viel gewesen vielleicht in den letzten 22 Tagen, ne? Aber dieser Adventskalender denkt sich, nein, wir hauen nämlich nochmal richtig einen raus. Das muss ich erstmal zusammenfriemeln. Auf jeden Fall ist das etwas, was man sowohl tragen kann, als auch in Anwendung nehmen kann. Das hier ist für absolut fortgeschritten. Ja, also das sind Klemmen. Und diese Klemmen werden nicht nur befestigt, sondern sie werden befestigt und abgezogen. Deswegen hast du hier auch noch so kleine Einstellungsmöglichkeiten, dass du halt auch die Intensität festlegen kannst. Also wie doll das Ding hier oben schließt. Ne? Das ist sehr, sehr wichtig, dass man das weiß, damit man das auch entsprechend variieren kann. Wir haben bei diesem Adventskalender ja wirklich schon einiges gesehen und ja, ich weiß jetzt auch noch nicht so ganz, was wir hier in der 24 erwarten dürfen. Da muss ja irgendwas super hochwertiges, hochpreisiges drin sein, damit dann hier auch der Adventskalender seinen Wert gerechtfertigt bekommt. Dieser Freund hat nicht nur ein großes Herz, denn das ist sein Name auf Englisch, sondern auch ein eigenes Ladekabel. Das finde ich sehr freundlich und so schaut er einmal aus. Interessant, ne? Warum man sowas dann per App betreibt. Wobei, da kann ich mir vorstellen, dass die Person, die die App installiert hat, vielleicht in einer Fernbeziehung mit dem Partner ist und dann quasi nicht die Person, die das Produkt in der Hand hält, die App installiert hat, sondern die andere Person. Und dann kann man das natürlich sehr schön verwenden. Hier kann man sogar eine Temperatur einstellen. Das finde ich auch interessant. Ja, das ist vorgeladen. Okay. Hat verschiedene Modi. Geht schon ziemlich ab, ne? Und das sieht eigentlich auch sehr schön aus. Habe ich euch das eigentlich von der Nähe gezeigt? Ich weiß es nicht. Ansonsten, hier ist es nochmal, ne? Genau, da haben wir halt die Möglichkeit der Einstellung. Hier haben wir die Lademöglichkeit. Das hier ist auch so ein bisschen so zum Festhalten. Ja, da habe ich jetzt einmal den kompletten Eis-Adventskalender hier ausgepackt. Und leider ist meine Stimmung auch so ein bisschen, wie der Markenname sagt, nämlich relativ eisig. Also ich finde diesen Adventskalender nicht ganz so schön. Natürlich habe ich hier auch ein paar Produkte auf dem Tisch liegen, die ich so vielleicht noch nicht ganz so kannte. Dieses Massagetool finde ich sehr, sehr interessant. Vor allem, weil man das, glaube ich, auch ganz gut verwenden kann für sich selber so, ne, wenn man verspannten Nacken hat oder so. Aber dafür muss ich keine 160 Euro ausgeben. Ansonsten sind hier relativ viele Produkte drin enthalten, die man manchmal auch wirklich für ein Apfel und ein Ei bei Eis bekommen kann. Und ja, also mich hat dieser Adventskalender leider nicht so abgeholt, wie es sein Konkurrent halt einfach gemacht hat, um das mal so zu sagen. Und das ist schon die hochpreisigere Variante. Schreibt mir aber gerne eure Meinung mal in die Kommentare rein. Meine Meinung zu diesem Adventskalender ist halt auch ein Stück weit,
Die 160 Euro kann man sich sparen, da holt man sich gezielt die zwei, drei Produkte, die einen hier im Adventskalender angesprochen haben und holt die sich einfach so. Meine Meinung. Andererseits ist es natürlich auch ein schöner Adventskalender, um ihn als Paar auszupacken, um halt darüber zu reden, klar, um vielleicht auch über manche Dinge zu lachen. Aber hier hat man, glaube ich, nicht so viel zum Lachen, sondern mehr so zum, na, ich weiß nicht, wofür ich jetzt mein Geld aus dem Fenster rausgeschmissen habe, ne? Meine Meinung. Ihr Lieben, das wäre es hier von mir gewesen. Wenn es dir gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.